Und wir, was ist mit uns? Ja, bei uns geht es auch los mit der WM-Qualifikation. Premiere für Hansi Flick gegen Liechtenstein. Das sollte ein Sieg werden, da gehen alle von aus. Aber das Wie ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Und da wurde extra vorher noch hochtechnisiert trainiert. Stellen Sie sich mal vor, der Golfsport gibt Beispiele für den Fußball. Meinen Sie, geht nicht? Doch, geht. Vom kleinen Ball kann der große Ball noch ganz viel lernen. Ein Golfball, ein Schlag, aber so viele Möglichkeiten, wie man den Ball zum Fliegen bringt. Genau darüber sprechen sie jetzt auch bei der Nationalmannschaft. Bälle, die anders fliegen sollen als bislang. Eine der Neuerungen in der Ära Flick. Spezialtraining für Standardsituationen. Es gibt im Golf ein Trackman-System, was halt Bälle misst. Und das ist jetzt auch im Fußball so entwickelt. Und das habe ich benutzt und werde das auch benutzen. Beim Golf sieht der Trackman so aus. Ein beliebtes Trainingstool. Schlägerkopfgeschwindigkeit, Treffmoment, Winkel, Flugkurve. Die Trackman-Analyse zeigt, was richtig und was besser laufen könnte. Nach links. Deutschlands Standardspezialisten setzen sich nun ebenfalls mit derartigen Daten auseinander. Stellung des Fußes, Eintreffwinkel am Ball, Flugkurve. Alles völliges Neuland für die meisten. Ich glaube, dass es, wenn du es oft machst und dann dieses Feedback bekommst, ob du was ein bisschen mehr machen musst oder ein bisschen weniger, dass es dir, glaube ich, dann auch hilft. Das sogenannte feine Füßchen wird nun neu definiert. Wichtig, den Fuß kippen. Wie mit dem Golfschläger die Flugkurve beeinflussen hinsichtlich Höhe und Weite. Der Trackman analysiert dann, wohin der Ball geflogen ist. Wir sehen mehr genau, wie der Ball bewegt in der Luft. So Spinrate, wie viel Drall der Ball hat, entweder links oder nach rechts. Die ersten Versuche durchwachsen. Richtung okay, Höhe, naja. Man darf gespannt sein, wie es heute gegen Liechtenstein funktioniert.